Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Chicas und Chicos da draußen, es ist Zeit für eine kleine Runde Let's Play. Hier ist diesmal nicht der Skyline, sondern hier ist heute der Axis HD. Ja, wir spielen eine kleine Runde Battlefield Hardline in der Story heute mal wieder. Und der Skyline ist heute leider nicht am Start, deswegen werde ich ihn heute so gut es geht versuchen zu ersetzen. Oder zu vertreten, um es besser auszudrücken. Und ja, ich hoffe, ihr spielt mit. Und wir lassen uns jetzt einfach mal drauf zukommen und starten mit den Episoden. Ja, okay, wir sind bei Episode 3. Alles klar, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei Battlefield Hardline Episode 3 Fütterungszeit. Ja, was gibt's großartig zu sagen? So, ich bin der Axios, ich bin der Cousin vom Skyline. Bin selber ein begeisterter Zocker, aber leider in letzter Zeit und in den letzten Wochen leider etwas verhindert und auch keine Konsole mehr und deswegen habe ich wenig Zeit, um selber meine eigenen Dinge zu machen. Aber ja, ich werde ihn heute mal vertreten und habe auch Bock drauf und von daher drücken wir einfach mal weiter und viel Spaß! Was bisher geschah? Das ist Leroy, hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Bist du ziemlich gesprächig? Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Was war das gerade? Okay, warum hat er übersprungen? Hey, Mendoza, setz dich. Das ist komisch. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo. Unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchworth gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Wir zwei geht in dieses Schlammloch in einem Nationalpark und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist jetzt köstlich. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Ja. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detective? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht mit der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detective ohne Gründe im Hintergrund stehen. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Tja, jetzt ist er sprachlos. Ich weiß, wie es ist, ein Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Na, das ist doch schon mal was. Oh, wir sind in den Everglades. Das ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber...
Hier sind wir richtig. Leo hat Ross die Karte gegeben. Hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Auf geht's zur Abwurfstelle. So, wie bediene ich das denn? Okay. Wir müssen das Drogenstapel finden. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. So, wo müssen wir denn hin? Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstage die Köpfe eingeschaltet. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung. Irres Zeug. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschnitten. Ich würde mal glatt behaupten, wir fahren jetzt einfach mal rein. Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Oh ja, wie das kitschig klingt. Ich habe keine Ahnung. So, wo ist denn? Mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen mal als Umschlagplatz. Meine Meinung? Boah. Mexiko ist zu heiß geworden. Hier war der Tochter vielleicht in den Knast. Sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, oh, was ist das? Wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Ja, wir scheinen auf jeden Fall richtig zu sein. Wir fahren jetzt einfach mal hier weiter, aber es ist doch wunderschön hier, oder? Die Everglades. Ja, was habe ich euch zu erzählen? Ich war jetzt wochenlang sehr beschäftigt, was meine Zukunft angeht. Und habe definitiv auch Lust und Interesse daran, jetzt wieder auch aktiv, oh, da ist noch eins, wieder aktiv ins große Zockergeschäft einzusteigen. Captain Dawes, der Typ war früher absolut gnadenlos. Und ja, das habe ich gehört. Ja, der Skyline wird bestimmt auch noch ein paar Takte irgendwann zu euch sagen. Aber der ist im Moment außer Haus. Also muss man mich jetzt ertragen. Nein, vielleicht gibt es ja unter euch ein paar, die dem Skyline gerne zuschauen und die mich vielleicht auch sogar erkennen. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass ihr den Skyline zu 100% weiter unterstützt, so wie ihr es tut. Ich krieg das ja alles mit. Und mit dem Airboot anlegen. Halte an einem Dock, um das Airboot zu verlassen. Dockbereich erkennst du am Fahnensymbol. Okay, ich spring raus und markiere es. Okay. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine oh, wieder eine Videosequenz. Sie haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Was haben wir hier? Lol, was ist denn das? Ist das ein Taser? Ta, geilo! Ein Taser! Ist das cool. So. Was war mit dem Schirm? Ach, da. Ist das ein Taser oder ist das was zum Markieren? Achso. Oh Gott, oh Gott. Ah. Oh, wie hat das Bild. Alter. Okay. Ich habe
hab's überlebt. Würde ich mal gerade behaupten. Alles gut? Ja? Dann sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Wir haben mehr Angst vor uns. Oh ja, das wäre gar nicht so eine verkehrte Idee. Wir müssen aus dem Wasser raus. Mit den ganzen Alligatoren habe ich aber auch nicht wirklich Bock, im Wasser zu bleiben. So, überwinde die. Nimm den Kletterhaken. Das ist das Wort Leihgabe. Ist das der Kletterhaken? Ah, sie hat den Klettergarten. Klettergarten. Jo. Okay. So, was ist denn? Nein. Viel mit dem Haken auf die Plattform. So, das hat doch schon mal funktioniert, oder? Ach ja. Na, siehst du. Das war doch gar nicht mal so schlimm. So, komm, dann klettern wir da auch mal hoch. Tipp, 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 tipp. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Da findet man ja irgendwas. Oh. Klettere insgesamt 10 Meter mit dem Kletterhaken. Naja. Na, da sieh mal einer, guck. So, kann ich über den Kletterhaken noch wiederholen? Fisch runter. Ich bin hinter dir. Fisch. Ah, Seilrutsche. Ziele und schieße auf einen Landebereich, um eine Seilrutsche zu erzeugen. Du bist vorbereitet. Volltreffer. LOL. Okay. Ich will nicht wissen, wer die jetzt da so schnell hingebracht hat. Aua! Aua, das hat wehgetan. Oh! Keine Ahnung, ob was auf dem Scanner ist. Ich weiß ja nicht mal, wer den Scanner hat. Ja, okay, und jetzt? So, wie mache ich das jetzt? Okay, warte mal. Mal gucken, ob hier. Kommt man da rein? Kann man da rein? Ja. Nee. Nein, warum nicht? Schade, man kann da nicht reinspringen. So, okay. LB, Hände hoch. Was? Warum hat er das nicht gemacht? Genau, Subjekt markiert, Subjekt markiert. Wir legen bloß was zur Seite. Hat mit dir nichts zu tun. So, analysiert. Nein! Bleib stehen! Bleib stehen! Wie zoome ich denn da? Ah. Ach, der ist doch doof. Verdammt. Keine Bewegung! Arschloch! Das ist dein Ende. So, zack, haben wir schon mal den ersten. Verhaftung. Keine Bewegung. Ja, ja, kein Problem. Hey, okay. So, überwältigen. So, okay. Sollte den Scanner öffnen. Okay, kommt er zurück oder was? Brecheisen einsetzen. Okay, und zack, wir gehen rein. Okay, so, was haben wir hier? Ausrüstung. Ach ja. Was haben wir denn hier schönes? Mac 11. Pistolen, okay, gut, ja, dann behalten wir das wohl, glaube ich, mal, weil Pistolen sind jetzt nicht so der Bringer. Was haben wir hier? Funk untersuchen. 120, Nummer 13. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See.
Wir sollten uns mitnehmen.